Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Und damit recht herzlich willkommen zu einem Wochenupdate dieses Mal. Das heißt, Wochenupdates sind es eigentlich immer. Aber dieses Mal ist es so, dass ich viele kleine Dinge gemacht habe. Ja, ich hatte ja in den letzten Wochen immer so dieses Car-System von Faller gebaut, habe da meine LKWs fahren lassen, ein bisschen rumprobiert und gebastelt, die Straßen gebaut. Die Straße sehen wir übrigens da unterhalb des Tomix. Das wird also eine Brücke. Von der hatte ich ja schon vor 3, 4, 5 Ausgaben gesprochen, oder Wochen in dem Fall. Und das möchte ich heute mal angehen, weil dieser Bereich hier vorne, wo ich auch gerade links diesen kleinen Berg da weggenommen habe, das ist ein Modul, das kann ich abnehmen, wie eigentlich überall. So, da habe ich ein bisschen mehr Platz und kann ein bisschen besser arbeiten. Der Tomix ist einer meiner breitesten Wagen, die ich habe. Deswegen wird er als Referenz hergenommen, damit ich eben sagen kann, okay, so breit oder so schmal darf es werden. Denn ich möchte ja alles ein bisschen, naja, passend ein bisschen zierlich bauen, also keine riesen wuchtigen Dinger machen. Das heißt, wo ich hier irgendwas einsparen kann am Platz, wird natürlich eingespart, ist klar. Und habe das Ganze jetzt hier angezeichnet mit einem weißen Edding, damit ich das entsprechend jetzt absägen kann. Da habe ich natürlich mehrere Optionen gehabt, entweder diese kleinen Sägeblätter oder eine Trennscheibe. Habe mich dann zum Schluss für eine, ja, Sägeblatt, eine Mini-Kreissäge hier entschieden, das Ganze abzutrennen. Ist aber auch egal, kann jeder machen, wie er will. Man kann es auch von Hand sägen. Aber es ging mir um den Dreck ein bisschen drumherum, dass man eben nicht allzu viel Dreck macht. Und das Ganze spritzt ja da von hier aus gesehen auf die rechte Seite. Und entsprechend habe ich da was hingelegt. Dann passt das irgendwo schon, dass man nicht die ganze Modellbahn einsaut. Ist ja auch nicht schön. Und ja, auf der linken Seite habe ich es plan abgeschnitten. Da sieht man ja auch drunter diesen Klotz. Der ist im Grunde genommen aus Styrodur. Der ist also kein Holz oder sowas. Den kann ich also jederzeit verändern, mit dem Messer ein bisschen beschneiden. Dadurch, dass ich immer alles schwarz male, fällt es gar nicht auf. Ja, deswegen ist das gar nicht so auffällig irgendwo. Dann habe ich mich entschieden, auf der rechten Seite das anzuschrägen, wie man das oft bei Brücken sieht, wenn da so ein bisschen ein Damm hinkommt und so weiter, dass man da so ein bisschen so gestalten kann, dass das Ganze dann entsprechend ein bisschen, naja, nett aussieht und hier nicht so kastenförmig ist. Apropos kastenförmig, ich habe ja hier die Kastenbrücke, die hatte ich mir vor 2, 3 Jahren mal entworfen hier in diesem Programm und habe mir gedacht, Mensch, nimm doch einfach die Wangen, die Brückenwangen, und modifiziere die ganzen Dinge einfach so, dass ich das hier auch verwenden kann. Da habe ich eben auf meiner Modellbahn immer wiederkehrende Objekte, ja. Und nicht überall mal hier eine Brücke, da sieht so aus, da sieht eine Brücke so aus. Das ist vielleicht ein bisschen zu unruhig. Und deswegen hatte ich mich auch hier entschieden, die Bank zu verwenden. Wir sehen es schon. Ich habe das vorher abgemessen. Das waren so, glaube ich, 7 cm muss die breit sein. Als ich dann den Maßstab etwas geschrumpft habe, musste ich jetzt auch wieder ein bisschen hochziehen, ein bisschen breit machen. Wir sehen es jetzt hier schon ganz gut. Und so, dass das Ganze eben irgendwo passt. Entschieden habe ich mich diesmal übrigens für meinen Resin-Drucker, also nicht für den 3D-Drucker, sondern für den Resin-Drucker, da eben viele kleine, ihr seht ja die ganzen Nieten, die da drauf sind. Nieten, jeder sagt es anders. Das Thema hatte ich heute mit meinem Sohn erst gehabt. Hier sehen wir es schon, ich habe euch natürlich den Druckvorgang erspart. Das zeige ich euch jetzt hier natürlich nicht, wie mein Resin-Drucker das da gedruckt hat. Wen es interessiert, der schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke, ich habe es schon so oft gezeigt, dass wir das heute gar nicht machen brauchen. Das Ganze natürlich wieder auf einer Edelstahlplatte gedruckt, damit ich eben das leicht lösen kann. Wir sehen es ja hier schon, wo es nicht geht, kann man ja so ein bisschen nachhelfen mit dem Spachtel. Und dann löst sich das wunderbar von diesen Platten runter, ohne irgendwelche Beschädigungen, ohne irgendwie auch die Druckplatte zu beschädigen. Denn die Dinger sind ja teuer genug. Und da habe ich mich diesmal auch gar nicht für die Wash & Cure entschieden, sondern ich habe einfach das Ganze abgewaschen. Das ist ja wasserlöslich, was ich hier habe, in einem Eimer mit einem Pinsel schön abgespült. Passt alles wunderbar. Da brauche ich auch nicht, wie gesagt, die Wash & Cure, die hat bei mir 10 Liter Inhalt. Und das ist ja ein bisschen Wasserverschwendung, das muss ich ja auch nicht haben. Und demzufolge habe ich es dann auch getrocknet. Wir sehen es oben schon mit reinem UV-Licht, UV-Lichtlampe daneben gestellt. Und auch eben nicht in der Wash & Cure Maschine, sondern eben mit einer ganz normalen UV-Lampe. Das Ganze getrocknet, passt wunderbar. Und wir sehen auch hier in den Nahaufnahmen, das hat wunderbar funktioniert. Und das liebe ich natürlich, ja, wenn das alles ist. Natürlich braucht man am Anfang immer so ein bisschen Fummelei, um irgendwo einen Drucker einzustellen oder irgendwas. Aber wenn die Dinger einmal laufen, egal ob das jetzt mein Filamentdrucker, der Resindrucker oder der Lasercutter ist, dann läuft das. Ist wirklich so. So macht es richtig Spaß. Du sagst, hast eine Idee, du sagst, ich mache das jetzt und kannst einfach den Auftrag geben, ob das eben eins von den Maschinen ist oder irgendwas anderes ist. Selbst hier im Videoschnitt, ja, wenn man so bestimmte Sachen vorbereitet hat, macht das viel mehr Spaß. Man kann eben ganz anders arbeiten. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen so außerhalb des Themas, worum es hier gehen soll, aber wir sehen es ja im Hintergrund, was da gerade passiert. Und hier sehen wir schon, ich habe dann die Teile auch schon grundiert. Das habe ich in der Werkstatt drüben gemacht. Das habe ich also nicht hier getan.
habe das weiß grundiert, weiß matt, wie ich es immer mache, damit ich eben die Wangen dann entsprechend auch farblich gestalten kann. Hier wollte ich nur probieren, nicht die Höhe, das mache ich alles noch. Hier soll das wirklich nur, passt das schön rein, habe ich da Erfolg mit. Und wie sieht es denn überhaupt aus, wenn es dran ist? Ja, das kommt also in einer späteren Folge noch. Das passt heute nicht mit rein, weil es müssen ja ein paar andere Sachen vorher noch gemacht werden. Eben zum Beispiel sich Gedanken machen, was für eine Beleuchtung kommt denn unter diese Brücke? Wer mich schon eine Weile guckt oder meine Videos schaut, der weiß es vielleicht noch aus älteren Videos, dass ich viel mit Nachtbeleuchtung arbeite. Mit Nachtbeleuchtung meine ich jetzt nicht, ich habe hier eine Laterne stehen, die mache ich an, im Bahnhof oder an der Straße. Bin Nachtbeleuchtung, nein, ich habe also bestimmte Bereiche bei mir in der Modellbahn, die ich mit gedimmten Lampen beleuchten möchte, wenn ich wirklich einen reinen Nachtbetrieb habe. Der reine Nachtbetrieb beinhaltet jetzt bei mir nicht, dass alle Häuser leuchten, sondern eben, dass nur bestimmte Lampen auf der Modellbahn an sind und eben auch an bestimmten Punkten, die schlecht einsehbar sind. Zum Beispiel habe ich das in meinen Arkaden gemacht. Die sind von innen beleuchtet ganz diffus, sodass ich im Dunkeln immer noch die Züge durch die Arkaden fahren sehe. Da kommen mit Sicherheit irgendwann mal schöne Videos auf uns zu, wenn ich mal in den reinen Fahrbetrieb wieder übergehen kann. Und so soll es eben auch hier vorne sein. Das heißt, unter der Brücke soll ein diffuses Licht sein, weil da kommt ja dann meinetwegen auch ein Fahrzeug drunter, ein LKW, ein PKW, wie auch immer, der ja auch beleuchtet ist. Aber damit ich das eben sehen kann, kommt da eine diffuse Lampe. Wer sich erinnert, vor, ich glaube, 3 Jahren, ich kann es mal verlinken, wenn ich daran denke, hatte ich ein Video, da sieht man, dass ich sogar die Tunnelbeleuchtungen, oder Quatsch, die Tunnelportale beleuchtet habe. Wer sich daran erinnert, ja, da sind oben wie so kleine indirekte Lämpchen. Und da funktioniert das eben so, dass die ganze, die Züge von oben über deren Portalen beleuchtet sind und dass man da eben eine wunderbare Sicht hat, selbst wenn es dunkel ist, ja. Dass man eben nicht da, ja, wie auch immer, dass man es halt sieht mit ein bisschen Licht. Und hier sehen wir schon im Hintergrund, wie ich das Ganze getestet gemacht habe. Das Ganze habe ich jetzt hier auf ein Stückchen Pappe aufgebracht mit UV-Kleber und kann das Ganze jetzt mit Sekundenkleber in dem Fall als größere Einheit unter die Brücke drunter bringen. Wir sehen es jetzt hier schon, das war ein bisschen fummelig da irgendwo. Auch noch dazu mit der dicken Hand davor, da muss ich mich entschuldigen für. Aber es ging nicht anders. Irgendwo muss ich da ja anfassen, ja. Aber man sieht es ja halt doch irgendwo. Ich habe das da versucht in die Mitte einzubringen und dann von unten leicht festzukleben, ohne dass es am Finger kleben bleibt. Das ist auch mal so ein Ding von mir. Ja, du klebst irgendwo was fest, dann klebt das Ding am Finger, aber nicht da, wo es hin soll. Hat hier in dem Fall ganz gut geklappt. Die Kabel, die Litzen, die bleiben erstmal frei hängen, denn ich muss, wenn ich kann jetzt noch nicht durchbohren nach unten, denn unterhalb dieser Platte, das Ganze ist ja ein riesengroßes Modul, wo ich bin, was man hochklappen kann. Wer meine Videos kennt, weiß das. Alle anderen haben es jetzt gehört. Und da kann ich nicht einfach durchbohren. Da ist ja die ganze Elektronik und Elektrik unten drunter. Ja, da muss ich also von unten nach oben bohren, damit ich weiß, wo ich den Bohrer ansetzen kann. Das werde ich natürlich auch noch zeigen in einem der nächsten Videos. Ich muss mal gucken. Ich hatte ja eigentlich für heute eine andere noch Sache vorbereitet gehabt. Aber dann wäre das Video 20, 25 Minuten lang geworden. Das wollte ich euch auch nicht antun. So habe ich mich entschieden, heute eine reine Bastelfolge euch zu zeigen. Und in der nächsten Woche mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden. Habe ich schon vorbereitet. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Würde ich mich sowieso freuen, wenn ihr reinschaut. Und habe jetzt erstmal wieder, um hier zum Thema zu kommen. Ich hatte ja immer da rechts dieser kleine Gleisstummel, der da immer in meiner Hand verborgen wird, auf der rechten Seite. Der hatte nie eine Aufgabe. Ja, der war einfach nur da. Ich hatte eine Weiche. Die habe ich da oben dann angebracht. Man sieht es jetzt hier schlecht. Und habe mir dann überlegt, was kannst du eigentlich Schönes machen? Und habe dann mir jetzt überlegt, mach doch da ein Gleisende hin. Ja, auf dem Stückchen kannst du das ganz gut machen. Da kannst du noch eine Lok abstellen. Oder vielleicht ganz verrückt habe ich überlegt, einen Lokschuppen. Nein, einen halben oder einen Viertel Lokschuppen, der wie so ein Schnitt an der Modellbahnanlagenkante, dass man innen, ja, in den Lokschuppen reingucken könnte, dass man den von innen noch gestalten kann, wie auch immer. Also jetzt hier in dem vorderen Bereich. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache, wäre aber wahrscheinlich eine nette Sache irgendwo. Jetzt habe ich mir hier ein Flexgleis genommen, und zwar das Flexgleis, was ein bisschen fester, steifer ist. Ja, es gibt ja Flexgleise von Fleischmann, die kann man ganz leicht biegen, für Kurven und sowas. Und dann gibt es die Flexgleise, die sind relativ steif, die sind für gerade Strecken gedacht. Und da habe ich mir jetzt halt mit dem Gleisschneidezange das da abgeknipst und muss jetzt hier natürlich ein paar Schwellen entfernen, damit ich ja auch die Gleiserbinder reinmachen kann. Das kommen wir gleich zu. Dann macht man immer 3 Schwellen ab, ihr werdet alle wissen, wer es nicht weiß, der sieht es jetzt und dann ist auch alles gut. Das wird wie gesagt abgemacht und dann kommt eben dieses kleine Stückchen da vorne wieder dran. Ich habe es bei manchen schon gesehen, die machen das übrigens nicht.
Ja, die machen da, die fummeln da den Gleisverbinder so ran. Das wird nichts. Das sieht auch nicht gut aus. Also wer die Möglichkeit hat, wer mit Flexgleisen arbeiten will, macht das so. Die kleinen Enden drauf, die kosten 70 Cent oder sowas. Und du hast einen ganz wunderbaren Übergang dann zwischen den einzelnen Gleisen. Jetzt habe ich hier die Gleise noch gefeilt. Ja, das sind so bestimmte Technik, die ich da habe. Das heißt, ich feile immer alles schräg. Ich versuche mal noch eine Grafik einzublenden. Ich feile immer alles schräg, damit man eben ganz saubere Übergänge hat. Und wenn eine Lok dann über so einen kleinen Abstand, weil es kommt gleich einer, werden wir gleich sehen, da hat, damit die da eben nicht rausspringen könnte, sondern immer auf den Gleisen bleibt. Man hat also manchmal so ein kleines Klackern deswegen, was übrigens auch nett klingt. Hat mir mal jemand geschrieben, dass dieses leichte Klackern auch nett ist. Hat man ja an der großen Bahn auch, ja, wenn du einen Schienenstöße hast. Oder früher hat man das heute noch. Bin seit Jahren keinen Zug mehr gefahren, leider. Und ist ja egal, auf jeden Fall kommt, wie immer, an jedes Gleisstück. Ich habe wirklich auf meiner Modellbahn an jedem Gleisstück eine extra Stromversorgung, so auch hier. Ja, das heißt, nur dieses kleine Stummelgleis bekommt einen, obwohl da vielleicht nie wirklich was fahren wird, ja, bekommt einen eigenen Stromversorgung drunter, damit ich eben wirklich immer saubere Stromversorgung habe im Grunde genommen. Ja, ich habe auf meiner gesamten Modellbahn, habe ich, ich sag mal, fast übertrieben, schnell hunderte Anschlüsse, wo ich die Gleise immer direkt an meine Aorta anschließen kann, ja, wo das immer wieder drankommt irgendwo. Und deswegen löte ich an jedes separate Gleisstück, löte ich immer einen Stromanschluss. Ja, da gibt es also keine Regel, dass ich sage, jeden zweiten oder jeden dritten. Nein, an jedes. Selbst die Weichen haben eine eigene Stromversorgung bei mir. Da habe ich auch schon einige Videos zu gemacht. Werden mit Sicherheit auch noch genug Videos kommen, weil ich habe ja noch den zweiten Anlagenteil hier auf meiner zweiten Zimmerhälfte, wo das verbunden wird. Also da haben wir noch einiges vor uns. Wie gesagt, ich löte es hier dran. Und jetzt sehen wir schon die Gleisverbinder. Das ist jetzt auch nichts Neues. Die gibt es aus Plastik und die gibt es aus Metall. Die Metallen sollen natürlich Strom leiten, ist klar. Ich habe mich in dem Fall für Plastik entschieden, wie man das bei einer Kehrschleife macht oder ähnlichem, damit ich eben dieses Stückchen Gleis auch separat abschalten kann. Ja, damit ich eben sagen kann, ich möchte auf diesem Gleis mal keinen Strom haben, obwohl ich ja digital fahre. Aber stelle ich da jetzt Personenwagen ab mit Innenbeleuchtung, würden die ja permanent leuchten. Ich steuere die ja nicht mit Decodern an, sondern die sind, wie man das so macht. Ich habe das zwar da alles selber gebaut, aber trotzdem permanent mit Strom versorgt. Und deswegen sowieso die Trennung durch eben diese Trennverbinder da irgendwo. Ja. Verkleben tue ich das Ganze, da wird es vielleicht manch einem wieder aufstoßen mit Weißleim. Einfach Weißleim unten drunter, ihr werdet sehen, das sieht man halt gar nicht mehr. Ja, das ist also völlig unsichtbar. Man sieht es ja auch an den anderen Gleisen, dass da nichts durchguckt. Es wird ja verschottert, es wird ja noch koloriert. Das heißt, die Schienen werden noch gestrichen und so weiter und so fort. Also hier kommt noch einiges auf uns zu, was wir zu tun haben. Und wie gesagt, die Brücke, das ist nachher das nächste Projekt, was jetzt angegangen wird. Da kommen ja wieder die Fahrzeuge mit Beleuchtung drunter und, und. Und hier oben verbinde ich jetzt die beiden Gleisstückchen über so ein Metallteil, dass die eben wirklich ganz gerade stehen. Habe dann auch dieses Metalllineal angelegt, dass eben die Schiene gerade ist. Obwohl ich immer noch ein kleines bisschen immer so Geschlängel da reinmache, weil ich mag das nicht, wenn die zu gerade liegen. Ja? Also ich mag das, wenn die Schienen, gerade bei meiner Steampunk-Anlage hier, wenn die so ganz leicht, auch bei Geraden, wenn man so reinfilmt an der Seite, dass die Züge so ein bisschen da so lang holpern. Ihr fährt kein ICE bei mir oder irgendwelche Sachen, keine Hochgeschwindigkeitszüge. Das soll alles ein bisschen gemütlich und heimelig wirken irgendwo. Und deswegen bin ich, ja, manchmal habe ich schon mich erwischt, dass ich da selber ein paar Schlängelchen reingemacht habe und so weiter und so fort. Und wir sehen es schon, das Gleis ist verklebt, man sieht den Weißleim nicht mehr. Und wenn das eben alles jetzt noch verschottert wird und verspachtelt und koloriert wird, ist das alles sauber und weg. Der Wagen fährt sauber, der geht auch sauber über den Stoß drüber. Das habe ich jetzt hier probiert. Das ist also eine ganz, ganz saubere Geschichte. Und so macht das irgendwo auch Spaß, dass eben, ja, wenn das so sauber läuft. Das wird dann wahrscheinlich auch so generell ein bisschen alles so verwachsen werden an der Stelle. Das eben so wie, naja, als wenn da irgendwas drüber ist. Schaut euch bitte eins von diesen beiden Videos an. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, der Algorithmus von YouTube auch. Das sage ich jedes Mal. Macht's schön gut, wir sehen uns in der nächsten Woche. Wa? Bis dahin. Tschüss, euer Uli.